Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wii Party U zusammen mit Paul Meister und Anton. Hallo. Hallo. Leider immer noch ohne Sascha, da er aus unbekannten Gründen nicht hier erschienen ist. Wir wollen jetzt Findet das Mii spielen. Dafür brauchen wir drei Spieler, die wir jetzt hier zum Glück auch parat haben. Wir benötigen außerdem das Wii U Gamepad und drei Wii-Fernbedienungen. Du bist das Ziel in Findet das Mii. Sieh auf das Gamepad und beschreibe den Mitspielern mit Wii-Fernbedienungen deine Umgebung. Sie müssen dich nämlich schnell finden. Spielzeit 5 bis 20 Minuten. Wir sind zu dritt. Eine Wii-Fernbedienung ist nicht angemeldet. Okay, ich bin Meister und Anton. Alle Spieler sind reihe um das Ziel. Jeder Spieler darf einmal das Ziel sein, kämpft um die höchste Punktzahl oder ein Spieler ist das Ziel. Versucht das Ziel so schnell wie möglich zu finden. Der Zielspieler gibt euch Tipps. Ich glaube, wir nehmen alle Spieler sind reihe um das Ziel. Wir nehmen erstmal den normalen Level, denn der schwere Level ist natürlich nicht so einfach. So, wir halten die Wii-Film waagerecht und starten das Spiel. Okay. So, wir haben auch doch schon das Intro. Ich, Meister und Anton spielen hier mit. Eine kleine Zwischensequenz. Wie du guckst, Meister. Willkommen bei Findet das Mii. Für dieses Spiel werden ein Gamepad und eine bzw. mehrere Wii-Fernbedienungen benötigt. In diesem Spiel müssen die Spieler Hinweisen folgen, um einen Mii-Charakter, der sich als Tier verkleidet hat, unter seinen Artgenossen zu finden. Der verkleidete Spieler kann sich mit Hilfe des Gamepads umsehen und sich so ein Bild von seiner Umgebung machen. Bewege hierfür das Gamepad nach oben, unten, links oder nach rechts, um deinen Blick schweifen zu lassen und beschreibe genau, was du siehst. Sobald die anderen Spieler eine Vermutung über den Aufenthaltsort des verkleideten Spielers haben, sollten sie die Tiere näher überprüfen. Nähert euch hierzu einem Tier und drückt 2, um es zu demaskieren. Aber Vorsicht, solltet ihr euch irren, verliert ihr wertvolle Zeit. Möge der beste Spieler gewinnen. Im weiteren Spielverlauf dürfen alle Spieler der Reihe nach in die Rolle des Ziels schlüpfen. Nintendo wird unser erstes Ziel sein. Der Zielspieler wird durch eine lustige Maske unkenntlich gemacht. Na los, setz sie ruhig auf, Nintendo. Hallo, ich bin ein Hund. Diese Maske steht dir wirklich ausgezeichnet. Wir sind nun beinahe startklar, doch zuvor laden wir noch ein paar weitere maskierte Mii-Charaktere ein. Wow, wow, hallo. Nintendo, deine Aufgabe in Findet das Mii ist, deinen Mitspielern dabei zu helfen, dich unter all den Doppelgängern zu finden. Keine leichte Aufgabe. Auch wenn alle Mii-Charaktere gleich aussehen, vergesst dabei eins nicht. Nintendo ist und bleibt einzigartig. Viel Glück bei eurer Suche. Ich nehme dazu das Wii U Gamepad zur Hand. Ich werde mich jetzt ein bisschen umsehen, deswegen kann es sein, dass man mich jetzt nicht immer so laut hört. So, wäre okay, wenn du bereit bist. Gerne doch. Der Zielspieler erhält ebenfalls Punkte, abhängig von der Restzeit. Gutes Teamwork ist daher umso wichtiger. Beschreibe deine Umgebung, um deinen Mitspielern die Suche zu erleichtern. Sieh dich mit dem Gamepad um. Die anderen Spieler machen sich mit den Regeln vertraut. Bitte warte noch einen Moment. Okay, also hier direkt von mir ist so ein rotes Auto. Etwas weiter entfernt ist so ein großer Burger, wahrscheinlich ein Burgerladen. Und außerdem ziemlich am Rand der Map. Hier ist gleich neben mir die Wand. Ach ja, und direkt neben mir ist diese Lok. Ja, genau hier bin ich. Ich bin hier, ja. So. Gut. Ja. Genau, hier bin ich, Meister. Neben dem roten Auto. Sehr gut. Wir müssen nicht beide finden. Wir müssen nicht beide finden. Die Musik. Nummer 2, geht's weiter. Platz 1, Anton, 103 Sekunden übrig. Platz 2, Palmeister, 93 Sekunden übrig. Okay, somit bin ich auf Platz 1, Anton auf Platz 2 und Palmeister auf Platz 3. So, Palmeister, wäre okay, wenn du bereit bist. Du kannst einfach hier rausnehmen, Stift.
Ich lege mir die Kopfhörer ab. Ein Spieler hält Punkte, sobald er Paul Meister findet. Die Punkte hängen von der Restzeit ab. Hört deshalb gut auf die Hinweise von Paul Meister und versucht, das Ziel vor allen anderen zu finden. Paul Meister macht sich mit den Regeln vertraut. Bitte warte noch einen Moment. So, Paul Meister, wo bist du? Also ich stehe hier direkt neben einer riesigen Geige. Relativ am Rand. Hinter mir ist direkt so eine Brücke, die so Klavierklassen ist. Dann hier? Ja, genau. Okay, sehr gut. Hab dich! Du bist eine Katze. Nice! Das war's schon. Weiter. Okay. Dann gucken wir mal. Mit, bin ich auf Platz 1, Paul Meister auf Platz 2 und Anton auf Platz 3. Okay. Letzte Runde. Ich finde Anton. Brauchst du jetzt. Ja, genau. Die Punkte ist bla bla. Wir wissen es. Anton macht sie mit den Regeln vertraut. Bitte warte einen Moment. Okay, Anton, wo bist du? Ich bin neben so einem Spielplatz mit Saxophon als Rutschen. Hinter mir sind Schaukeln. Und. Ja. Ich bin etwas näher am Rand der Lehre. Und. Oh, falsch. Ich stehe im Sand. Nein, das warst nicht du. Was? Hä? Oh, wo bist du? Im Sand? Ich stehe im Sand. Ah. Hä? Ach, hier. Ganz genau. Ah, nicht bei den Schaukeln, oder was? Okay. Hab dich, 68 Punkte. Ja, gut. Okay, dann gucken wir mal, wie wir gelaufen sind. Ja, wir waren schon da und bin vorbeigelaufen. Weil du gesagt hast. Ah, ne. Das war nicht am Rand der Map. Also. Etwas weiter, hab ich gesagt. Hä, das war überhaupt nicht so voll in der Mitte, Mann. Jetzt, du kannst einfach nicht, Alter, jetzt halt mal die Fresse, ja? So, dann gucken wir mal. Ja. Somit ist Paul Meister auf Platz 1, ich auf Platz 2 und Anton auf Platz 3. Gut gemacht, kommen wir nun zur Bekanntgabe des Siegers. Paul Meister hat dieses Spiel gewonnen, mit einem Endstand von 380 Punkten. Das ging jetzt aber nicht 20 Minuten, wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Ja, dass sie die schwere Map noch einmal machen. Ja, stimmt, dann können wir jetzt die schwere Map machen. Beenden. Modus ändern. Gut, dann schauen wir mal. Dann machen wir am besten nochmal das. Schwerer Level, Start. Ja! Das war aber sehr knapp. Ja. So, hier haben wir die Zwischensequenz. Okay. Ah, es ist gespiegelt, oder wie? Nein, es sind so sehr ähnliche Sachen jetzt. Deswegen ist es dann schwieriger. Hallo. Hallo. Da sind wir. Willkommen bei Findet das Me. Soll ich kurz die Regeln erklären? Nein. Möge der beste Spieler gewinnen. Im weiteren Spielverlauf dürfen alle Spieler der Reihe nach in die Rolle des Ziels schlüpfen. Nintendo wird unser erstes Ziel sein. Ja, ich setze mir eine lustige Maske auf. Ja, ein paar weitere Mitstreiter. Bla bla bla. Mhm, Doppelgänger. Ja, ich bleib ein für alle Mal einzigartig. So. Ich nehme das Game Hitch. Drücke OK. Mhm. Dann vorher schon mal mich ein bisschen umgucken. So, neben mir ist so ein großer Würfel. Die 6 von dem Würfel zeigt übrigens genau in meine Richtung. Dann haben wir hier noch. Ah ja, genau hinter mir ist so ein Schloss. Also so ein Baukastenschloss. Ah ja, hier bin ich. Hallo. Ja.
Sehr gut. Ja, gut. Also war jetzt doch nicht ganz so schwer. Nee, irgendwie nicht. Okay, es gab so, halt, war halt, das gab es ähnlich, gab es direkt da auch nochmal, also. Ja, das stimmt, ist genau das gleiche, ne? Ja, fast. Die haben ein bisschen andere Farben, die Sachen. Wow. Okay. Dann gucken wir mal, wie der Zwischenstand nun ist. Ich bin auf Platz 1, Andor auf Platz 2, Palmeister auf Platz 3. Somit ist Palmeister nun dran. Er hält das Gamepad. Bitte sehr. Dankeschön. Ich werde dir ein Stück wegrücken hier vom Tisch. Palmeister, du bist das Ziel. Schnapp dir das Gamepad und nutze es, um dich damit umzusehen. So. Also ich stehe neben einer großen Rakete bei so einem großen Weltkugel. Und hinter mir ist ein, also ganz weit hinter mir ist ein Roboter mit einem Kübeln auf dem Kopf. Und du musst die Farben beschreiben. Ja, die Rakete ist rosa. Ja, Anton hat genau auf mich zugelaufen. Ja, das bin ich. Mach fertig. Okay. Mhm. Wo waren da die rosa Rakete? Ja, die stand genau neben mir. Achso, sieht man jetzt gar nicht. Da war noch eine rosa Rakete, nämlich auf der anderen Seite. Ja. Tja, das ist echt nicht so einfach. Guck mal, es ist genau identisch, ne? Guck dir das an. Links und rechts. Aber nur die Farben sind ein bisschen anders. Ach, ist echt fies. Okay, dann gucken wir uns den Zwischenstand mal an. Somit steht es nun. Letter nur 300 Punkte, Palmaster 297, Anton 209. Ja, das war ja noch nicht Gamepad dran immer. Letzte Runde. So. Anton macht sich mit den Regeln vertraut. Bitte wartet noch einen Moment. Mit den Regeln vertraut. Ich stehe auf einem Weg in so einem Gebiet mit ganz vielen Palmen. Neben mir ist eine Insel mit einer Palmenmauer. Und weiter weg von mir ist ein Schiff. Ah, wie weit weg von dir? Bisschen so. Also, sag mal, siehst du uns? Ja. Ich sehe euch. Und neben mir. Oh, wo sind wir da? Ja. Keine Laterne. Ja, aber. Ja, gut. Bin ich hier? Bin ich das? Hallo? Nein. Nein? Also schießt auf dem Wegkasten. Ah, hier. Nein. Der nicht? Der links gerade. Bin ich der? Bin ich hier? Hier? Bist du hier? 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 Nein. Hier? Nein. Da? Bist du hier? Ja. Er sagt doch direkt vor dem Delfin. Sehr gut. Hättest du noch mehr umgucken können, ne? So, dann schauen wir uns das Endergebnis mal an. Der hätte es sagen können, guck mal, wir standen da vorne ganz dünn. Das bin ich. Ist aber nur gesehen, weil ich dann da hier bei ihm stand, ne? So, dann gucken wir uns mal das Endergebnis an. Somit steht es Platz 1 Letendo, Platz 2 Palmeister, Platz 3 Anton. Gut. Gut gemacht. Kommen wir nun zur Bekanntgabe des Siegers. War jetzt noch kürzer, Alter. Nur 15 Minuten insgesamt. Letendo hat dieses Spiel gewonnen mit einem Endstart von 370 Punkten. Okay. Wow. Dann würde ich aber sagen, wir fahren erst im nächsten Part fort. Wir können noch kurz bewerten. Ja, oder so ganz lustig eigentlich. Hallo? Ach, ich muss. Achso. Seitlich halten. 5 Sterne. Die Bewertung wird gesendet. Okay, wir kehren zurück zum Hauptmenü. Dann gucken wir mal. Hausparty. Im nächsten Part. Wie lange dauert denn das? 30 Minuten, okay. Im nächsten Part wird es dann also weitergehen mit Kennst du deine Mitspieler? Hier brauchen wir auch wieder 3 Spieler. Das heißt, wieder perfekt für unsere aktuelle Spielerzahl. Also dann, bis zum nächsten Part, wo es weitergeht mit Kennst du deine Mitspieler? Bis dahin und tschüss. Tschüssi. Tschüss.